Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde 7 Days to Die. Und hier ist gerade voll die Zombie-Invasion und ich bin außerhalb des Hauses, ja fuck. Oh jetzt, ich hab's auf mich aufmerksam gemacht, nur weil ich den einen Kollegen von denen getötet hab. Ja, und die Tür hast du auch wieder aufgelassen. Ja klar, da war doch auch gerade nichts los hier, hör mal. Das cool. Alte Spiel. Ach du Schande, was denn hier wieder, Kötz? Guck dir das an. Ja, ist nicht schlimm. Ja, stimmt. Ich keiße die hier gerade zu Tode hier draußen. Und dann kriegen sie immer wieder mit der Armbrust so ins Gesicht. Voll in die Fresse, oh. Ja, solange die nur von da. Mein Gott. Ist, hat kein Thema. Ich habe nur noch 20 Pfeile, das beunruhigt mich gerade eher. Und ich treffe einfach gerade nicht, ich Noob, ey. Mein Gott. Wanken, so, da ist das nicht ganz so einfach, ne? Boah, jetzt habe ich mal getroffen. Egal, ich schieße jetzt auf den Körper. Sind zumindest die Wanken schon mal tot, ey. Ja, aber mir hat es gerade auch alle dahin gerafft. Nee, da hinten ist noch was. Ja, nee, da kommen noch zwei so dicke rein. Ja, und ich sehe da hinten auch noch so eine Krankenschwester. Ja. So. Ja, also, die Schwester Esther müsste jetzt da weg sein. So, jetzt müssen eigentlich die Dicken gleich um die Ecke kommen. Also, einer von denen ist schon tot. Wie den anderen gerade aussieht, weiß ich nicht. Hier ist noch so ein Kriecher, auch tot. Oh, zu viele Painkillers dabei. Ich? Nö, haben die Zombies hier dabei gehabt. So. Ordentlich Painkillers. So, hast du die schon durchsucht, alle hier? Oh, und First Aid. Ja, nur die da hinten, nicht die hier vorne. So, die haben wir doch wohl perfekt abgewehrt hier. Also, voll auf die Schnauze haben die bekommen, Mann. Es ist schon befremdlich, dass man Animal Fett von diesen dicken Zombies lootet, oder? Ja, schon, ne? Geil. Buh. Animal Fett. Schneidest du dir den raus und machst dann Kerzen aus dem modernen Schwarze von so einem. So, der ganze Dreck raus. Ist doch scheiße, ja, hör mal. Ist doch ja. Ist doch nur Fett. Bah. Ach, vorne sind die ganzen Spikes weg. Ja, die haben ganz schön hart die sind gerade ganz schön hart da reingesprungen, ne? Wo sind denn die Federn? Ach, da. Oh, in der Munitionskiste. Oh ja, ich hab's dann auch verstanden. Und jetzt hab ich die irgendwo. Ah, ne, hab ich nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwo hingeschmissen. Er muss erstmal hier die Steine fällen. Guck mal, ich habe jetzt noch 7 Pfeile. Ich hatte 52, als ich gestartet bin, Alter. Ein bisschen viel, ja? Ja. So. Oh, so viele Sticks habe ich gar nicht. Egal, craften wir erstmal ein paar Pfeile. Dazu trinke ich mal ein Schlückchen. Ja. Ah. So. Er kann nur noch 15 Stück machen. Dann muss ich erst wieder neue Sticks machen. Oh, Mann. Komm, mach fertig jetzt hier die Dinger. So, die nehme ich schon mal. Frei? Ja, wunderbar. Wunderbar. So, wie viel habe ich denn noch? 22 scharfe Steine. Dann mache ich mir noch 22 Pfeile. Dann habe ich wieder etwas über 50. Da komm ich erstmal weiter. Aber ich gehe noch mal ein bisschen mit der Pickaxe ein bisschen Lärm machen. Wir haben ja noch eine Stunde Zeit. Hier. Lol. Bis 8 Uhr. Er geht mit der Pickaxe Lärm machen. Oh, oh. Also, das finde ich schon ziemlich krass von dir, dass du da einfach rausgehst und Stress machst mit so Zombies, ey. Du bist schon hart drauf, Junge. So, was ist hier gerade drin? Nix. Verbrennen wir direkt mal hier den scheiß Ofen. So, Tanktop können wir auch mal hier einsortieren in eine Klamottenkiste. Oh, jetzt komme ich oben mal manche Sachen wieder nicht dran, wo du dran warst. Ich bin da gar nicht mehr. Ja, an eine von den kleinen Kisten, lol. Höchstens die allererste, da war ich dran, an den anderen war ich gar nicht. Ne, in der Mitte, irgendwie. Ne, da war ich nicht dran. So. Die Eisen-Ingots kann ich mal hier lassen, die brauche ich erstmal nicht. Öl, was ist denn Öl hingetan? Puh, gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Leute, hier ist ja Wasser 25. Muss ist das schon fertiges Wasser oder ist das nee. Muss man im Kochtopf machen, ne? Ja.
Boah, warum muss man das? Ich kann das auch auf dem Dingens auf dem Grill machen. So, soll er mal schön kochen. Ich koch das mal ab, ne? Ja, koch dann mal ab, lass Ich habe laufen. übrigens Lass laufen. Koteletts fertig, hör mal. Oh, prächtig, prächtig. Oh, Maximum Health and Stamina Increase, wenn man das isst. Ich glaube, der Bonus ist höher, wenn man nah am hungrig ist. Wenn du schon satt bist und du manche Sachen isst, bringt das irgendwie nichts oder nicht so viel. Okay. Als wenn du schon Hunger hast. Lol. Auch Panne. So, noch eine Flashlight. Hier steckt zumindest schön alles, ne? Ja, so einiges gut. Ach, hier vorne hast du ja die scheiß Glasscheiben reingetan. Die kann man eigentlich auch direkt wegschmeißen, ne? Oder kann man die einschmelzen? Kann man Ich habe einschmelzen, bis ne? jetzt noch keinen, also außer wenn du jetzt irgendwo Wert drauf legst, dass da Fenster reinkommen. Nö. Kann man die einschmelzen nicht? Wüsste ich jetzt nicht. So, ich mach nochmal Frames. Sollen wir jetzt oben noch einen Raum draufbauen? Quasi einen sicheren? Wär mal eine Auf dem Überlegung Dach wert. könnte man Oder eigentlich vielleicht ein machen. bisschen Erde aufs Dach gleich? Soll ich noch einen Stützpfeiler bauen an Ort? Ja, Damit er wenn nicht nicht, haben wir einen schönen zusammenbricht? Durchbruch. Ja, Ja, schön. sehen wir dann. Da haben wir ein Loft, ne? Ja. Mit Dachaussicht. Optimistisch gesprochen. Auf jeden Fall so, die Luft ist dann ganz toll. Sind hier eigentlich noch viele Zombies unten oder what? Also ich hacke hier gerade in der Wildnis irgendwelche Steinblöcke kaputt. Und da passiert gar Also du nichts. kannst mir diesbezüglich keine Auskunft geben, ja? Nein. Oh. Ich will das doch hier haben, so. So, ich guck mal hier so um unser Haus rum. Keine weitere Horde in Sicht. Nee, nix. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Das könnte auch. Bitte? Das könnte noch was? Das ist ja da wieder mega laggy, wisst ihr? Haha! CS-Bomb. Ah, da bist du wieder. Was passiert? Das übliche Leid. Ach so. Okay, ja, schade. Ja, schade, auch Ich schade. brauche Metal Strips. Wie mache ich die nochmal? Wie war das nochmal? Aus den Iron Maps kannst du die raushacken. Oder du zerlegst einen Barren, zerlegst dann die Forge Iron Ja, ach ja, und immer kommen wieder dann wieder zerlegen Pipes einfach, ne? raus. Ja, genau. So, Metal Strips. Machen wir erstmal wieder 200 auf die geile Pickaxe hier drauf, damit er nicht gleich total abgefuckt ist, das Teil. Ich mache jetzt einfach auch mal ein paar Metal Strips gleich. Ja, ist nie verkehrt. Ja. Kann man ja mal Weil die gut rumliegen haben. 64er. 64er Stack irgendwie. So. Manche Materialien stacken bis 250 rauf und Ja. manche halt nur 64. Ja gut, die, wovon du richtig viel hast, die stecken, glaube ich, bis 250 rauf, ne? Ja, Planken, so Dirt und Steine. sowas, ne? Na ne, Dirt und Steine sind auch nur, also die großen normalen Steine sind auch nur 64er Stacks. Ja. Aber die kleinen Steine oder Pfeile, Munition, Munition geht sogar bis 500er Stacks. Man kann auch mit Forged Iron direkt craften, oder? Kann man damit auch reparieren? Ich glaube nicht. Probier das mal aus. Guck, was passiert. Oder macht jetzt direkt Scrap Iron da draus? LOL, nein! Wenn du weißt, was passiert. Weißt du, was passiert ist? Wenn du Forged Iron daneben Nein. legst und unten eine Pickaxe, dann macht er daraus 13 Scrap Iron. Der hat mich voll verarscht, der Hurensohn, ey. Und weg. Zack, hier. Tschüss. Hattest du mal. Echt geil. Ja, Der Wahnsinn. das Crafting-System ist noch so ein bisschen anfällig, ne? Ja.
So, wie war das denn jetzt? Ich glaube, so irgendwie, ne? Dann mache ich mir mal eben eine neue Pickaxe. So, hätte ich mir direkt eine neue machen können, ey. Ja, jetzt hättest du Mama. Ja. So, Pickaxe, oder habe ich jetzt da hingeschmissen? Ne. Ich habe schon gedacht, jetzt liegt die da, hups. So, aber ich wollte ja Metal Strips machen, das bringe ich mal noch schnell hinter mich. Dann haben wir nämlich mal ein bisschen Metal Strips auf Halde zum Repair noch. Ja. So, Auch Schaufel wenn es braucht man nicht lange das, hält. Feuerwehraxt braucht man das. Ja, geht, ne? So wenig finde ich das gar nicht. Hält schon relativ lange. Also passt. Erstmal gucken, wo ich jetzt gleich rauskomme. Ja, guck mal, ich meine, der repariert eine Axt mit Metal Strips. Was soll das schon für eine Axt sein? Weißt du? David? Ein Ärger. Ja, guck mal, was das für eine Axt ist. Ein Ärger, sag ich. Hä, wo hab ich denn jetzt Metal Strips her? Hey, was voll das Phänomen. Der macht mir eigentlich jetzt hier 55, 60, 70, ne? Und ich krieg die ganze Zeit voll viele. Ich habe jetzt auf einmal zwei Stacks schon im Inventar. Verstehe ich nicht. Jetzt ist Jetzt er. steht eigentlich rechts daneben, wie viel er im Endeffekt macht. Ach so, ja, eigentlich passt das hier auch so bisher. Aber ich meine, da ist jetzt mehr rausgekommen irgendwie. Oh, da kann man auch nur 64er Stacks von machen. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich getan? Die Sonne geht unter. Nein, echt? Doch, sieht übrigens sehr schön aus, wenn du jetzt aufs Dach gehst. Wahnsinn, die Aussicht. Wieso sind da so viele? Nö. Aber die Sonne sieht toll aus. Ach so. Ich guck gleich mal. Ist sie noch da? Ich habe ja eigentlich ein paar Woodlocks und Bretter mitgenommen, aber die sind jetzt nach dem. Sollen wir nicht da oben? Ah, ich höre was. Hörst du's? Ja. Ah. Schlagen die schon irgendwo drauf, oder was? Die Wichser? Nö, nö, nö. Aber die rennen schon, die rennen schon. Oh, ich kann nichts sehen von hier oben. Es ist einfach nur ein stockdunkler Klumpatsch. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich die Tür zugemacht? Unten? Ich bin unten. Ich guck gerade mal hier so aus der Tür, weißt du? Oh, jetzt kommt einer. Na, kommt doch keiner. Wir bräuchten ja eigentlich zwei so Türen, wo wir beide hinterstehen und immer Tür aufschießen und Tür wieder zu. Er könnte noch eine Tür im ersten Stock machen, wo wir runtergucken. Eigentlich ja, ne? Ja, warum? Wir können ja aufs Dach. Ja, vom Dach aus siehst du aber nichts unten, weil es viel zu dunkel ist. Geht. Du hast doch deine Lampe am Kopf. Ja, aber unten siehst du nicht mehr. Bist du gerade oben? Ja, ich bin gerade oben. Ich Mein hoffe, einen Gott, hier kleinen die Podest. scheiß Leiter, ey! Wollen wir eine Treppe bauen? Ah ja, es geht. Nee, es geht. Ah, ja, stimmt, das geht. Man kann ein bisschen was sehen, aber. Ist irgendwie deine Taschenlampe heller als meine, oder? Nee. Du bist so ein Ficker, ne? Hast du mich jetzt da runtergeschubst, du Wichser? Alter! Weißt du? Jetzt, ne? Jetzt ist es soweit hier. So. Jetzt bist du fertig, Kollege Bratwurst. Kollege, wo bist du? Hä? Wo bist du? David. Wo bist du hin? Hast dich versteckt, ja? Hast dich versteckt, ja? Wo bist du denn? Bist du nach oben? Hä? Bist du noch am Dach? Bist du im Bettchen, hä? Ich hab da was gehört. Da kommen welche angerannt, David. Ja, da kommen Zombies. Du bist noch da oben, ne? Ne? Bist du wohl? Ne? Doch, bist du. Wo bist du Ja, aber ich denn? habe mich versteckt und habe die Tür unten aufgelassen. Ne, hast du nicht. Die Tür ist zu. Hier ist gar keiner vor der Tür. Ich habe übrigens ein gebrochenes Bein wegen dir, du Penner. Zwei Sticks und ein bisschen von den Close Fragments kannst du dir. Oh nein! Da war ein riesen dicker Zombie, David, und die Türen sind alle offen! HF! Oh, schade, du Ja, hast ihn. Headshot. Ach, bist du doch da unten, ja?
Ach, weißt du, die Tür wieder zu. Sagt er da. Oh, cool, ich konnte aufs Dach springen von oben direkt, von meinem Bett aus. Echt? Ja. Cool. Wenn du einfach springst. Wo ist mein Rucksack? Geh weg da. Der könnte auch auf dem Dach liegen. Echt? Ja, also ich habe ihn nicht. Ich habe hier nur so ein gammeliges Sandwich. Meinst du, der liegt dann oben an der Kante oder was? Ja. Ah ja, da ist er. Ein Old Hamster. Ja, das ist meins. Gib mir das mal. So, David, und jetzt machen wir meinen Plan weiter. Ich hatte ja gerade dich gesucht, ne? Jetzt bist du nämlich fällig. Oh oh! Nein! Versuchst du mich jetzt da einzusperren? Ja, auszusperren, aber ich bin eingesperrt. Toll, können wir jetzt die Tür wegkloppen, ja? Ich glaube fast ja. Ich glaube fast ja. Warum lädst du dann deine was ist denn das Passwort hier? Mach mal, gib mal ein. Wo bist du, hä? Ma! So. Here comes Johnny! Wo bist du? Bist du hier drin, hä? Du Schwanz? Nee. Wo bist du? Mach mal die Tür auf. Nee. Mach die Tür auf! Du kennst doch das Passwort. Nein, das hat nicht funktioniert gerade. So, David, jetzt bist du gleich, wenn ich mich hier durch die scheiß Tür gehackt hab, ne? Ja, ich bin gleich draußen. So, jetzt gleich. Okay. Okay, so. Mal, da kannst du doch schon durch, Kollege. Boah, wie hetzt denn, ey? Ich bin gleich hier raus. Also es gibt kein Entkommen von mir quasi. Ich. Ah, da, so, jetzt. Ey! Hab ich dich auch mal einmal getroffen überhaupt? Nö. Geht das nicht, geht das nicht auf der Treppe oder was? Was für ein wildes Geballer und es geht einfach gar nicht. Funktioniert's nur mit der Schröte. Bist du tot? Oh, oh, ich bin fast in die Stacheln gelaufen. Nein, ich leb noch. Dann funktioniert's wohl nur mit Schrotflinten. Ach so. Draußen sind Zombies. Oh, ja, jetzt haben wir wahrscheinlich mit unserer kleinen Hausschießerei ein paar angelockt, ne? So, gucken wir mal. Was sind denn hier, für wie viele sind denn hier? Ich sehe einen. Da hinten. Oh, ach ja, der eine. Egal, wir scheißen auf den, verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Ciao.